Länderpflichtspiel gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien gewonnen. Zweimal gewann Brasilien, einmal gab es ein Unentschieden. Aber vielleicht klappt es ja heute in einem Freundschaftsspiel für die Türkei. Denn die rot gekleideten Türken, die sind hier in Dortmund nach 45 Minuten absolut tonangebend. Nicht zuletzt, weil sie die besseren Chancen hatten. Zum Beispiel in der 26. durch ihn hier, durch Hamid Altintop. Der prüft das Dortmunder Aluminium. Wunderbare Technik bei ihm. Warum? Einfach, wenn es auch schwierig geht. Und da darf sich der FC Bayern schon freuen auf diesen Mann, wenn er denn demnächst spielen wird. Man weiß ja nicht, wie viele Stürmer die Bayern so noch verpflichten. Und während die türkische Mannschaft wiederkommt, schauen wir auch auf die Chance in der 41. Minute. Wieder einer aus der Bundesliga, Yildiray Baştürk. Wunderbarer Schuss und nicht zuletzt deshalb freut sich auch der VfB Stuttgart auf diesen kleinen Mann, den Kapitän der Türkei am heutigen Abend. Leider noch keine Tore, 0-0 zwischen Brasilien und der Türkei, aber ich glaube, oder ich bin fest überzeugt, das wird jetzt anders. Nicht nur, weil Ronaldinho mit von der Partie ist. Also, er ist im Spiel, der Mann mit der Nummer 20. Wir freuen uns und das tut sicherlich auch Jürgen Bergener, Ihr Kommentator in den zweiten 45 Minuten. Ja, vor allen Dingen freuen sich die Fans, seine Fans, aber eine ganze Menge, auch in der Türkei, überhaupt die Brasilianer. Jetzt ist erstmal Urlaub. Vor allen Dingen haben Sie einen recht ordentlichen Fußball gekickt, fand ich. Sie haben in der 26. einen wunderbaren Freistoß gehabt und in der 76. nochmal die Chance mit einem wunderbaren Distanzschuss. Woher kam diese Energieleistung? Sind Sie noch nicht müde nach dieser langen, langen Saison? Oder hat der Gegner Beine gemacht? Ja, man ist schon, ich habe ja gesagt, es war eigentlich sehr, sehr faires Spiel. War zwar temporeich, aber bei den Zweikämpfen hat man schon gesehen, dass man ein bisschen zurückgezogen hat oder so. Und mit den Freistößen, dass ich das machen kann, das weiß ich, aber auf Schalke war es so, dass halt der Trainer gesagt hat, da sind andere Schützen gefragt und hier darf ich die schießen und hatte ich ein bisschen Pech gehabt. Schalke ist ein gutes Stichwort. Sie haben hier vor noch gar nicht allzu langer Zeit ein ganz, ganz wichtiges Spiel gehabt gegen Borussia Dortmund. Das war nicht so schön für Sie. Heute haben Sie schon vergessen. Heute war es ein anderes. War auch die Atmosphäre sehr schön mit diesen Fans, mit anderen Fans auf der Südtribüne da hinten. Wir haben hier kein Heimspiel gehabt. Wir haben hier unsere Qualifikationsspiele nur ohne Zuschauer in Frankfurt. Der Mann vom CF Barcelona. Und was hat er uns gezeigt? Ein Schüsschen. Immerhin, die Flanken waren ein bisschen zu unpräzise. Aber das hier hat doch ein kleines bisschen entschädigt an diesem Fußballabend, an dem wir gerne mehr Tore gesehen hätten. Aber es hat nicht sollen sein. Und ich höre, wir haben noch eine Stimme von den Brasilianern. Hören wir doch mal rein.